Wenn man ein musikalisches Studium macht, dann muss man interessiert sein, natürlich am Musizieren, aber auch offen sein, dass Neues und Unerwartetes passiert. Das Besondere an diesem Studiengang ist, dass ich mich auf einem pädagogischen Lehrgang befinde und gleichzeitig an meiner künstlerischen Identität als Sängerin arbeiten kann. Weil wir als Schulmusiker und Schulmusikerinnen in die Vermittlung gehen, brauchen wir eine sehr breit gefächerte Ausbildung. Dies wird uns hier zur Verfügung gestellt, sowohl praktisch als auch theoretisch. Ich denke, in diesem Studium arbeiten Pädagogik und Musik sehr eng zusammen. Einerseits wird darauf geachtet, dass sich jede Person auch musikalisch weiterentwickeln kann. Gleichzeitig hat man immer einen Bezug zur Praxis. Der Vorteil des Einzelunterrichts ist vor allem, dass man auf die persönlichen Schwierigkeiten eingehen kann. Mein Studium besteht aus 60% Selbststudium und 40% Frontalunterricht. Darunter ist Theorie, wie zum Beispiel Formenlehre, Tonsatz oder Gehörbildung, Musikgeschichte, aber auch praktischer Unterricht. Das Naheliegendste ist, mit dieser Ausbildung am Gymnasium zu unterrichten. Trotzdem gibt es verschiedene Optionen. Ich könnte Cello unterrichten oder sonst im Musikbereich tätig sein. Es ist definitiv eine Persönlichkeitsentwicklung, die man hier erlebt. Man lernt, wie man sich präsentiert, wie man auftritt, aber auch, wie man mit anderen Menschen zusammen funktioniert. Was mir gleich aufgefallen ist, ist die sehr familiäre, sehr warme Atmosphäre hier. Man kommt hier hin und man fühlt sich gleich angenommen, aufgenommen. Auch die Beziehung zu den Dozierenden ist auf einer sehr persönlichen Ebene. Es gefällt mir sehr, dass die Musikhochschule Basel auch bereit ist, neue Unterrichtsformen anzubieten. Mir persönlich sind Konzerte sehr wichtig, um meine Nervosität und meine Bühnenerfahrung zu trainieren und zu zeigen, welche Fortschritte man gemacht hat. Ich glaube, das Ziel von diesem Studium ist, ganz viel Material zu bekommen, das man wie in einen Rucksack packen kann, von dem man später immer wieder Sachen für das Unterrichten, aber auch für das persönliche musikalische Leben brauchen kann. Ich würde sagen, für mich ist der Höhepunkt des Studiums das Studium an sich. Denn ich sitze im Garten mit meinen Freunden und denke mir einfach so, wow, ich darf jeden Tag musizieren. Das ist ein enormes Privileg. Ich würde dieses Studium Leuten empfehlen, die interessiert sind an sehr verschiedener Musik, an Klassik, Pop, Rock, Jazz, Leute, die gerne mit Jugendlichen arbeiten. Ich würde es weiterempfehlen, weil es Spaß macht und weil man Musik auf sehr breiter Ebene erleben kann, sei es instrumental, tänzerisch, aber auch im pädagogischen Bereich.